So, Sonntagmorgen, 11 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Trading Insights. Der Ingmar wird eventuell später hinzustoßen. Der ist noch nicht zu Hause. Also beziehungsweise er war heute früh schon zu Hause, der hat aber noch einen Termin. Von daher wird er, wenn alles klappt, später hinzustoßen. Ansonsten werden wir das ohne ihn heute absolvieren. Heutiges Thema aus der Theorie in die Praxis, die Anwendung von Strategien, Handelstechniken und in Ausbildung vermittelten Fundamentalwissen im Handelsalltag. Bevor wir loslegen, wie immer die rechtlichen Hinweise. Wir richten uns auch heute an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung im Bereich Hebelprodukte. Alles, was wir heute besprechen, dient nur Demonstrationszwecken, erklärt, was wir tun, wieso, weshalb, warum, aber ersetzt natürlich keine Anlageberatung und stellt auch keinerlei Empfehlungen zum Handeln, zum Kaufen, Verkaufen von Wertpapieren dar. Und Hebelprodukte beinhalten natürlich ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust, wenn es zu einem Knockout kommt. Wenn ein Optionsschein wertlos verfällt oder der Emittent ausfällt, gilt natürlich auch für alle anderen Produkte. Jedes Produkt hat bestimmte Risiken, auch Futures, da gibt es Nachschusspflicht. Also da sollte sich jeder dessen bewusst sein. So, wir haben einiges vor und wollen deshalb auch direkt loslegen. Unter anderem Anlass oder beziehungsweise ein sinnvoller Anlass für ein solch strukturiertes Webinar oder solch thematisiertes Webinar wie heute ist das RW Mentoring. Wir haben erstens mal, das kann ich schon mal denjenigen Teilnehmern sagen, die in dem ersten Mentoring dabei waren oder Schrägstrich sind. Ihr habt ja die Trade Signal Charts von mir bekommen, die Original Forecast Charts zur dauerhaften Weiterpflege. Jetzt ist es so, das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen und das habt ihr auch gemerkt. Trade Signal Online, aber auch jeder andere Anbieter. Da werden ständig die Datenfeeds geändert, beziehungsweise die Datenanbieter nehmen mal Märkte raus, ersetzen sie durch andere oder manche Märkte fallen komplett weg, weil die einfach ihre Datenfeeds anpassen. Die sehen dann, keine Ahnung, dass Erdgas kaum genutzt wird, schmeißen das raus oder das wird zu teuer, weil es von der Börse her Gebühren kostet. Warum auch immer. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Es haben sich für ein paar Forecasts die Einflussfaktoren, die Daten dazu fehlen dann. Und ich habe die Charts bis auf einen, das werde ich aber auch noch machen, habe ich angepasst. Die werde ich euch erstens online stellen, so dass ihr die abrufen könnt und habt dann einen aktualisierten Chart. Das heißt also, zum Beispiel haben wir ja für den Forecast für Kaffee, da ist ja der brasilianische Real relevant. Den hat der Datenanbieter von Trade Signal irgendwie rausgenommen. Der ist also so nicht mehr verfügbar gewesen. Und da habe ich jetzt einen Ersatz genommen, der praktisch genau gleich lautet. Nur das musste natürlich in den Charts dann entsprechend angepasst werden. Ich werde euch erstens diese Charts zur Verfügung stellen. Ich werde die also in den Thread, zu dem ihr auch Zugang habt, reinposten, dann könnt ihr die Charts schon mal nutzen und dann werden wir aber demnächst auch, da kriegt ihr aber noch eine Einladung, werden wir ein Webinar machen, wo es genau darum geht, erstens die Charts eigenständig zu konstruieren, das werden wir nochmal gemeinsam durchsprechen und dann werde ich auch nochmal darauf eingehen, was jetzt da die Faktoren sind, beziehungsweise die Faktoren sind ja nahezu gleich. Jetzt beim brasilianischen Real musste ich mir mit einem anderen Instrument behelfen, weil das ist das Einzige, was die hier haben. In der Praxis, das werden wir dann aber alles durchsprechen, könnt ihr entweder aufgrund der Originalregeln, die ihr ja geschult bekommen habt, in einer anderen Plattform, wo eben diese Daten zur Verfügung stehen, euch diesen Forecast selbst konstruieren. Oder eben ihr nutzt meinen. Da kann es natürlich sein, dass alle 3, 4 Jahre mal eine Anpassung kommt, weil irgendwelche Daten rausgeflogen sind. Dann muss man sich eben anders behelfen. Ist aber kein Problem. Manchmal ändern sich auch einfach nur die Kürzel von den Märkten und dann muss man das aktualisieren. Also das ist kein Problem, da wir im Kontakt stehen. Und ihr auch dankenswerterweise mich dann auch mal daran erinnert, wenn irgendwo etwas rausgeflogen ist oder irgendwas nicht funktioniert, kriegen wir das also immer problemlos hin. Also da schon mal der Hinweis, die Charts stelle ich jetzt Anfang der Woche aktuell rein, da wo sich was geändert hat, also wo ich den Hintergrundmarkt
anpassen musste, beziehungsweise das Kürzel sich geändert hat. Und wir werden in Kürze ein Webinar machen, wo wir das alles nochmal durchsprechen. So, dann kommen wir zum heutigen Thema. Wir haben gerade 2016 haben sehr viele auch das Go for Professional absolviert und einige auch das Inner Circle. Und da war es so, dass die Ausbildung natürlich auch fundamentale Hintergründe vermittelt haben, zum Beispiel, was da saisonal dahinter steht, hinter saisonalen Effekten. Aber es sind natürlich sehr technisch statistische Ansätze gewesen oder sind es. Zum Beispiel mit Impulskerzen, XL-Counter-Logiken und so weiter und so fort. Bestimmte Effekte, zyklische Effekte, die man unterwöchig nutzt. Also an welchen Tagen ist das Pfund eher schwach, an welchen Tagen ist der Bondmarkt eher stark, an welchen Tagen ist der Goldpreis eher stark. Solche Effekte haben wir da thematisiert und es zeigt sich, wir haben ja diese ganzen Ergebnisse auch, und das ist ganz, ganz wichtig gewesen auch, wir haben diese ganzen Ergebnisse ja auch immer wieder dokumentiert und machen das auch fortwährend mit den Strategie-Reviews, mit diesen Webinaren, die haben wir so im Schnitt alle 6 Monate mal, wir haben es auch manchmal alle 3 Monate, aber so im Schnitt alle 6 Monate, wo wir dann also für jede einzelne Strategie zeigen, so und so ist sie gelaufen, das Ergebnis hat sie erwirtschaftet. Dann kann jeder Trader das natürlich nachvollziehen, kann überprüfen, ob das bei ihm auch so ähnlich zumindest rauskam oder ob er da komplett auf einem anderen Dampfer unterwegs war. Und es zeigt sich dann anhand der Feedbacks eine gigantische Streuung, gerade für diese Ausbildungsreihe, eine gigantische Streuung. Es gibt Leute, die haben das nie genutzt, warum auch immer, haben nie auch nur ansatzweise etwas genutzt von den ganzen Sachen. Dann gibt es welche, die schreiben mir, sie haben ihr Konto vervierfacht oder verfünffacht. Dann gibt es welche, die schreiben, es ist alles in die Binsen gegangen. Und das ist natürlich schon auch, ja, schon auch etwas, wo man natürlich hinterfragen muss, wo kommt sowas her? Das ähnlich wie bei den Turtle-Tradern damals. Die Geschichte wird ja fast jeder kennen mit den Turtles, die Turtle-Strategien damals mit Richard Dennis als Initiator, wo es ja darum ging, einer von beiden Tradern, das waren zwei Trader, die zusammengearbeitet haben und einen Fonds hatten, Geld verwaltet haben, und einer sagte, Trading kann jeder erlernen, und der andere hat gesagt, nein, das braucht ein bestimmtes Talent. Ich bin mir sicher, man kann es nicht jedem beibringen. Und basierend auf dieser Wette wurden dann, ich glaube, es waren 10, 12 Leute ausgewählt. Die haben eine und dieselbe Grundlage als oder eine und dieselben Strategien als Grundlage gehabt, und da kamen die Ergebnisse in alle Himmelsrichtungen raus. Der eine hat alles verloren, einer hat sein Kapital verzehnfacht, keine Ahnung was. Also die gleiche Grundlage, jeder hat was anderes draus gemacht. Und schon das hat mich damals erstaunt, aber es ist natürlich so, dass Trader oftmals sehr emotional sind und auch an den entscheidenden Punkten oder gar kein Bewusstsein für die entscheidenden Punkte haben. Wesentliche Punkte, woran etwas solche Abweichungen liegen können. Erstens ungenügende Streuung. Das ist ein Punkt, bei dem ich mittlerweile den Finger sehr in die Wunde lege, weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, dass zu viele bei ihren Restriktionen hängen geblieben sind, mit einem kleinen Konto, aber trotzdem Futures gehandelt haben, dadurch nur eins, zwei Strategien hatten und bei diesen Strategien auch eher so die Motivation war, ich will jetzt nicht viel nachdenken, ich möchte einfach irgendwas ganz Banales machen. Dann kamen Strategien raus, die so einfach sind, dass man, keine Ahnung, immer montags long im Bondmarkt oder immer dienstags long in Kakao geht unter bestimmten Bedingungen. Und das ist natürlich dann so einfach gehalten, dass es viele, viele hundert Wiederholungen braucht. Und selbst dann, bei Kakao zum Beispiel, ist eine der Strategien, die tatsächlich über den gesamten Zeitraum seit diesen Schulungen damals bis heute wirklich schlecht gelaufen ist. Das heißt, da ist durchaus die Möglichkeit gegeben, dass diese Strategie generell einfach ihren Effekt verwirkt hat. Und diesem Problem, vor dem auch viele Angst haben, kann ich nur begegnen, indem ich streue. Und da muss ich als Mentor dann viel mehr den Finger in die Wunde legen. Ich habe das als gegeben und als bekannt vorausgesetzt, dass man erstens natürlich nur Kapital einsetzt, dessen Verlust man verschmerzen kann. Ich glaube, das machen schon mal 99,9% der Leute falsch, weil jeder spekuliert mit Geld, was er nicht verlieren kann. Und der zweite Punkt ist Streuung. Mit der Ausgestaltung eines Portfolios befasst sich kein einziger Trader. Ich habe Leute in 1 zu 1 Coachings hier reingenommen, die
schon vor zig Jahren Ausbildung gemacht haben, die ganzen Sachen absolviert hatten, die haben sich nie darüber Gedanken gemacht, welche Strategien sie wie gewichten, ob die vielleicht alle einen zu ähnlichen Charakter haben und unter den gleichen Marktbedingungen gut, aber auch unter den gleichen schlecht funktionieren. Damit befasst sich kein Mensch. Auch mit der Tatsache, also die Angst hat zwar jeder, dass Strategien nicht mehr funktionieren, aber dem entgegenzuwirken und zu sagen, okay, dann packe ich jetzt mal 15 bis 20 Setups in mein Portfolio rein, die auch nicht so stark korreliert sind, dann wird mir das nicht so viel ausmachen, falls mal einer oder zwei nicht mehr gut funktionieren. Das ist natürlich einfach eine Sache, ein Punkt, den man gerne und schnell vernachlässigt, weil man sagt, ich will traden. Daraus resultiert natürlich auch mangelnde Konsequenz. Viele sind von Angst und Unsicherheit dominiert. Angst und Unsicherheit kann man nur begegnen durch Wissen. Das ist etwas, was einfach Fakt ist. Angst habe ich nur vor etwas, was ich nicht gut kenne. Wenn ich es gut kenne, werde ich keine Angst davor haben. Ob das jetzt Fliegen ist, ob das jetzt Achterbahnfahren ist, ob das irgendwelche Tiere sind. Es gibt Leute, die haben Angst vor Mäusen. Jetzt eine Maus wird mir nichts antun können. Ich persönlich mag sie aber auch jetzt nicht so. Aber man hat Angst davor. Effektiv rührt das natürlich daher, dass man irgendwo Informationslücken hat. Und es mündet dann im Trading in der Regel bei fast jedem darin, dass er zu wenige Wiederholungen hat. Wir werden uns auch gleich Auszahlungsprofile mal anschauen, beziehungsweise ein Auszahlungsprofil. Zu geringe Anzahl von Wiederholungen liegt natürlich auch daran, dass Trader, wir sprechen immer wieder darüber, dass Trader so nach dem Empfinden sagen, oh, das habe ich doch aber schon lange gemacht. Also für Trader ist es zum Beispiel, wenn sie etwas über ein Jahr machen oder über 2 Jahre, dann ist das lang. Wir haben in jüngster Vergangenheit auch etliche Male uns angeschaut, wie lange Zyklen an Märkten andauern. Das sind ja einfach nur mal Fakten. Das ist jetzt nichts, was ich erfinde, sondern jeder kann das überprüfen. Wie lange dauern Bullen, Bärenmärkte, wie lange dauern Phasen hoher Vola an, vor allem aber wie lange dauern Phasen niedriger Vola an. Da sieht man Bullen- und Bärenmärkte oftmals 8 bis 13 Jahre. Das heißt, wenn ich ein System habe, was unter bestimmten Bedingungen ganz gut funktioniert und unter bestimmten Bedingungen nicht gut funktioniert, dann muss ich eigentlich einen solchen Zyklus von vornherein schon mal komplett einkalkulieren. Plus noch ein paar Jahre des anderen Zyklus. Das heißt, ich muss mit einem Horizont rangehen, der eher sagt, okay, ich fange jetzt etwas an und mein Horizont ist, dass ich das 10, 12 Jahre mache. Das heißt nicht, dass ich erst nach 10, 12 Jahren Geld verdiene, aber wenn ich Glück und Pech eliminieren möchte und nicht nach 3 Wochen sage, oh, ich bin super reich, ich werde damit reich, oder nach 3 Wochen sage, das ist alles Mist, dann muss ich eben eine langfristige Planung haben. Und jetzt werden für viele natürlich, wir haben oft darüber gesprochen, viele sagen, was, 10 Jahre ist viel zu lang. Übertrag das einfach mal auf jeden normalen Job. Um in einem normalen Job auf ein Niveau zu kommen, finanziell, was man mit dem Trading anstrebt und wo man mit dem Trading so nach 10 Jahren realistisch betrachtet sein wird. Inklusive vielleicht blöder Startphase, 3, 4 Jahre, wo nicht viel geht, wo nicht viel funktioniert. Wenn man sich das mal bewusst macht, nehmen wir ruhig mal gute Jobs, also gut bezahlte Jobs. Gute Jobs heißt nicht, soll nicht abwertend sein gegenüber anderen Jobs, sondern gut bezahlte Jobs. Es gibt ja ganz wichtige Jobs wie Krankenpfleger und die werden ja total beschissen bezahlt, auf Deutsch gesagt. Also, um auf den grünen Zweig zu kommen, ich muss studieren, ich muss eine Ausbildung machen. Ich werde mit meinem ersten Job nicht viel verdienen, ob ich jetzt Chirurg bin, Pilot, was auch immer. Das dauert locker 5 bis 10 Jahre, bis man ein bestimmtes Niveau erreicht hat, wo man sagen kann, okay, jetzt ist man etabliert, jetzt verdient man gut. Also von daher diese 10 Jahre als Planungshorizont, die haben wir überall. Es geht doch keiner in einen Job rein und sagt, oh, ich mache das jetzt mal, ich mache hier mal eine Ausbildung über 2, 3 Jahre oder ich studiere jetzt mal hier 6, 7 Jahre und dann arbeite ich mal für ein Jahr im Job XY. Sondern das ist doch immer so, dass wir so einen Horizont haben. Ich glaube, das große Problem ist, dass Börse und Trading im Speziellen natürlich einfach Leute anzieht, die völlig respektlos rangehen, die glauben, sie sitzen da irgendwie in der Jogginghose am PC. Aschenbecher rechts, ein Bierchen links oder was auch immer, vielleicht auch ein Wasser links und drücken ein paar Knöpfe und werden damit schnell reich. Ich glaube, das ist das Problem. Jetzt kann man darüber philosophieren, woran das liegt. Sicherheit auch an der Art der Werbung, ganz klar. Aber es ist natürlich einfach auch
ein sich selbst potenzierendes Problem. Auf jeden Fall, wenn man mit dem nötigen Respekt rangeht, dann ist ganz klar, dass das auf diese Art und Weise so schnell nicht funktionieren wird, nur mit Glück. Jedenfalls zu geringe Anzahl von Wiederholungen, bemessen an dem, nicht an dem, was wir empfinden als viel. Mir kommen 3 Jahre auch manchmal lange vor, aber ich weiß, dass ich mich hier in einem Geschäft befinde, in dem es teilweise 4, 5, 6 Jahre oder 4, 5, 6 Jahreszyklen gibt. Und dann muss ich eben, kann ich nicht nach meinem persönlichen Empfinden von lange gehen. Also zu geringe Anzahl von Wiederholungen, bemessen daran, was notwendig wäre. Ganz eklatant auch ein zu geringes Verständnis, was man wann anwendet. Also sowohl der Volatilitätszyklus, Wechsel zwischen Trend und Konsolidierung wird komplett missachtet. Das ist ja eine ganz starke Grundlage für XL-Counter-Logiken zum Beispiel, die ich auch verwende, die wir im Trading Room auch sehr oft anwenden. XL-Counter-Setups hatten wir jetzt auch ganz frisch. In der letzten Woche haben wir fast nur Trades auf Basis XL-Counter gemacht. Werde ich auch nachher noch eine kleine Statistik dazu zeigen, zu dem Verhalten nach außergewöhnlich trendigen Tageskerzen. Da wird man sich wundern, was da rauskommt. Und ein fundamentales Grundverständnis, also wie wirken sich bestimmte Entwicklungen am Zinsmarkt aus, wie wirken sich bestimmte Wetterphänomene bei Rohstoffen aus, wie wirken sich bestimmte klimatische Entwicklungen aus, wie wirken sich bestimmte politische Entscheidungen aus, was bewirken fundamentale Daten wie Lagerbestände und dergleichen. Das ist etwas, woran es natürlich dann einfach auch entsprechend mangelt. Und ein Beispiel, viele von euch werden das jetzt schon zum 5. Mal sehen, aber es ist meines Erachtens das beste Beispiel dafür, woran es krankt oder warum wir bei solchen Ausbildungskonzepten wie im Go for Professional, wo man ein Regelwerk an die Hand bekommen hat und wenn man das anwenden würde über einen sehr langen Zeitraum und in einer großen Anzahl von Strategien, also ein Portfolio sich konstruiert aus 10, 12, 15, vielleicht auch 20 Strategien, und das dann über einen angemessen langen Zeitraum, über 4, 5, 6 Jahre anwendet, dann kommt etwas sehr, sehr Gutes raus. Aber warum es trotzdem wenige hinbekommen haben, oder sagen wir mal so, zu wenige für meinen Geschmack hinbekommen haben, die identischen Ergebnisse zu bekommen, sondern gravierende Abweichungen. Ich zähle auch diejenigen, die gravierend positive Abweichungen haben, als gescheitert dazu. Denn jemand, der aus einem solchen Portfolio sich 3 Strategien rausgreift und mit diesen 3 Strategien tierisch Kohle verdient, weil er sie überhebelt, das ist derjenige, der in den nächsten 2, 3 Jahren auch bei Null landen wird. Ganz einfach, weil er erstens Streuung nicht beachtet hat. Er hat einfach nur Glück gehabt, dass er genau die 3 richtigen Strategien erwischt hat. Die Top-Performer von den letzten 2, 3 Jahren werden vielleicht auch möglicherweise die schlechtesten Performer in den nächsten 1, 2 Jahren sein. Das kann durchaus passieren. Wenn ich mir nur 2, 3 Strategien rausgreife, habe ich nichts, was mir das abfedern kann. Und wenn ich es überhebele, ist es immer nur eine Frage der Zeit, wann ich da platt bin mit dem Konto. Also von daher, die zähle ich auch als gescheitert dazu. Und das beste Beispiel dafür ist ein saisonales Setup, wo ein sehr starker Effekt dahinter steht. Saisonale Stärke ab der zweiten Februarhälfte bis Anfang Mai in den Energies, speziell bei Rohöl. 22 Jahre, 90% Trefferquote, 4.850 Dollar Gewinn pro Trade im Durchschnitt. Warum scheitern daran die meisten? Warum kriegen das viele nicht hin? Weil sie eine zu kleine Gruppe von Trades haben, weil sie sich nicht bewusst machen, dass es auch hier so ist, dass eine kleine Gruppe von Trades einen Großteil der Performance ausmacht. Wir haben das uns ein paar Mal angeschaut jetzt zuletzt, deshalb können wir da auch schnell drüber gehen. Diese 4.860 Dollar im Durchschnitt kommen zum Beispiel dadurch zustande, dass ein Trade, also die können auch bei 2 Trades zum Beispiel zustande kommen, indem der eine 5.000 Dollar verliert und der nächste gewinnt, meinetwegen 10.000. Dann habe ich auch so ein Durchschnittsergebnis. Das wird man immer wieder sehen. Und das Problem ist auch hier, es gibt viele Zeiten oder viele Phasen, in denen man, in denen sich das neutralisiert. Der eine Trade hat eine Unterrendite, verliert 2.000, 3.000, der nächste verdient 5.000, 6.000, 7.000. Also wir werden ja nicht linear diese 4.860 Dollar bekommen, sondern wir werden es, wie gesagt, der eine verliert 5.000, der nächste verdient 15.000 dazu und so weiter. Und dann habe ich eben so
einen Durchschnittswert daraus, aber es läuft eben nicht linear. Und die meisten scheitern an solchen Phasen, weil natürlich niemand die Zukunft kennt. Heißt also, ich fange an, etwas zu handeln und erlebe sofort gefühlt eine große Diskrepanz zu dem, was ich erwarte, weil die Erwartung einfach falsch ist. Wenn ich erwarte 90% Trefferquote, das trifft immer. Ich zum Beispiel schaue mir hier ein Auszahlungsprofil an, und das ist das, was ich immer wieder predige und was wir auch in dem neuen Mentoring an den Präsenztagen auch unter anderem gemeinsam durchgehen werden. Schaut euch Auszahlungsprofile an. Ich muss verstehen, dass diese 100.000 Dollar, die hier insgesamt zustande kamen aus diesen 22 Trades, ich muss verstehen, dass das diese Gruppe war, die Performance ausgemacht hat. Ich muss verstehen, dass diese Gruppe hier aber auch dazu gehört. Das heißt, wenn ich also hier anfange zu handeln, dann darf ich mich nicht wundern, wenn die nächsten Jahre so ausschauen und da nicht viel dabei rumkommt. Dann darf ich nicht sagen, oh, ich bin aber weit hinter dem Erwartungswert, die Strategie funktioniert nicht mehr. Und das ist das, was permanent kommt. Ich muss mir bewusst machen, wie kommt mein Ergebnis am Ende zustande. Eine Versicherung weiß ganz genau, wie sie auf ihren Erwartungswert kommt. Ein Casino weiß ganz genau, wie es auf den Erwartungswert kommt. Ein Trader weiß nicht genau, wie er auf den Erwartungswert kommt. Der ist immer in seinen Emotionen gefangen. Stell euch mal vor, ein Casino würde so agieren, wie wir es tun als Trader. Irgendeiner räumt mal irgendwo ab, hat Glück beim Roulette, dann machen die danach die Roulette-Tische zu. Das lachen wir uns alle kaputt drüber. Aber das ist genau das, was Trader machen. Sie haben eigentlich langfristig einen positiven Erwartungswert, der auch ziemlich wahrscheinlich ist. Wenn ich streue, ist es schon sehr wahrscheinlich, dass das auf Dauer funktionieren wird in dem Portfolio. Aber sie machen nach eins, zwei schlechten Erfahrungen in Anführungszeichen ihren Roulette-Tisch zu. Und das ist Wahnsinn. Es wäre auch so, wie wenn Versicherungsgesellschaften nach 9/11 oder nach Naturkatastrophen das Geschäft einstellen würden und sagen würden, Gebäudeversicherung, nee, machen wir nicht mehr. Völliger Quatsch. Das sind natürlich einmalige große Auszahlungen, die dann stattfinden. Die tun vielleicht auch ein bisschen weh. Aber ich muss verstehen, dass die Wahrscheinlichkeit sich dadurch nicht ändert. Zumindest nicht wesentlich. Und das ist ein tolles Beispiel hier. Haben wir uns oft angeschaut. Deshalb immer wieder wichtig, sich Auszahlungsprofile anzuschauen. Wir gehen mal ganz kurz die Dokumentation der Ergebnisse durch. Diejenigen, die den Webinaren folgen, kennen das ja. Wir haben angefangen zu dokumentieren. Zum Beispiel in dem einen Webinar haben wir die Ergebnisse für die Zeit 1.1.2017. Das war das Ende der Ausbildung. Da haben dann viele angefangen, real zu handeln. Deshalb haben wir das ab dann nochmal gesondert in Webinaren dokumentiert. Bis dahin war ja alles dokumentiert durch die Schulung, durch den realen Handel und durch die Auswertung der Strategien, was wir dann in der Ausbildung auch ausgehändigt haben. Und dann haben wir das eben so halbjährlich, vierteljährlich, so in dieser Taktung dokumentiert. Da kamen hier einmal 59.420 Dollar raus für die Zeit Januar 17 bis Juli 18. Dann hatten wir vom Juli 2018 bis November 2018 waren es 21.000 Dollar. Dann kam hier nochmal ein solcher Betrag dazu. Da sind dann auch Strategien dazugekommen. Hier Huge Range Open zum Beispiel ist in den alten Ausbildungen nicht dabei gewesen. Deshalb haben wir hier statt der 34.000 Dollar haben wir diese Huge Range Open Ergebnisse rausgerechnet. Im Übrigen, Huge Range Open Strategien, das dockt nämlich genau daran, was ich eben sagte. Die Gewinner aus der einen Phase sind die Verlierer in der nächsten Phase. Gerade Huge Range Open im britischen Pfund hat jetzt serienweise fehlgeschlagen. Überhaupt nicht schlimm, völlig normal. Wenn das in der einen Phase einen Gewinner nach dem anderen hat, dann darf ich mich doch nicht wundern, wenn es in der anderen Phase auch mal zwei, drei, vier Verlierer hintereinander hat. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Wenn ich da nicht streue und jemand, der jetzt zum Beispiel nach diesen Auswertungen sagt, oder oh, nehme ich doch diese britische Pfundstrategie und wende die an, der hat genau den gleichen Fehler wieder gemacht und ist in etwas gegangen, was zuletzt gut gelaufen ist, hat aber nicht gestreut und hat auch keine große Anzahl von Wiederholungen. Wenn er eine Anzahl von Wiederholungen hätte, die in Richtung 20, 30 Signale geht, wäre das auch kein Problem. Aber die meisten hüpfen von einer Strategie zur nächsten und dann kommt natürlich genau das dabei raus. Also hier sehen wir dann nochmal die Dokumentation und alles zusammen, wenn man alles zusammennimmt,
Dann haben wir insgesamt für die Zeit, das ist jetzt hier das Ergebnis aus der Zeit 1.1.19 bis 21.06., da waren es dann auch nochmal 18.000 Dollar, die hinzugekommen sind für alle Strategien, die im Go for Professional und Inner Circle geschult wurden. Insgesamt von Anfang 2017, wenn man alle, ich glaube, 27 Setups waren es gehandelt hat, waren es 110.860 Dollar, die da Performance netto rauskamen, also vor Steuern wohlgemerkt. So, natürlich realistisch betrachtet, wer kann 27 Strategien gleichzeitig handeln? Da braucht man ein Konto von Minimum einer Viertelmillion, eher sogar in Richtung halbe Million. Natürlich macht das nicht jeder. Aber was es zeigt, ist, das Portfolio an sich funktioniert. Ich muss also, wenn ich diese Grundlage verstanden habe, muss ich also im nächsten Schritt einfach mal sagen, okay, woran liegt es, dass ich selbst nicht so abgeschnitten habe? Streuung, zu wenige Strategien genommen und auch oftmals mangelt es am Verständnis, wie die einzelnen Strategien in verschiedenen Phasen reagieren, was ich wann anwenden kann, was ich wann besser nicht anwende. Bei vielen scheitert es an den zeitlichen Kapazitäten. Das ist etwas, was ich in den 1-zu-1-Coachings auch durchgehe, wo aber auch jeder sich selbst mal Gedanken machen kann. Ich kenne ja die Regelwerke von der Strategie. Wenn ich sehe, da ist eine Strategie, die erfordert immer um 9 Uhr eine Aktion und ich weiß aber, um 8 Uhr fahre ich schon ins Büro oder um 7:30 Uhr fahre ich ins Büro und stehe vielleicht da irgendwo im Stau, dann weiß ich, diese Strategie kann ich nicht handeln. So, ganz einfach. Also da macht man sich einfach zu wenig Gedanken. Und ich bin auch ein bisschen erschrocken, wie wenige Leute 1-zu-1-Coachings in Anspruch nehmen. Das wäre das Erste, was ich gemacht hätte, wenn mir das jemand angeboten hätte damals. Weil genau da kann man nämlich an den Punkten ansetzen und wir werden das auch im neuen Mentoring auch dabei haben. Und ich hoffe, dass das mehr Leute in Anspruch nehmen. Ich meine, ich habe kein Problem damit, wenn das jemand nicht in Anspruch nimmt, weil dann kann ich in der Zeit auch traden. Aber genau das ist der Punkt, dass man schaut, wo steht jemand, was hat er für Möglichkeiten, Kontokapazitäten, zeitliche Möglichkeiten, welche mentalen Fallen hat er, welche Produkte handelt er und dann schaut, welche Strategien passen in so ein Portfolio rein, wo kann man gegebenenfalls anpassen, muss man vielleicht andere Instrumente wählen, lässt sich da irgendwie was machen mit Halbautomatismen und so weiter. Also zeitliche Kapazitäten, daran scheitern viele, Kenntnis der Auszahlungsprofile, daran scheitert fast jeder, weil die meisten sich einfach genau damit nicht befassen. Deshalb immer wieder der Hinweis darauf, überhebeln, auch schon gerade gesagt. Wie oft ich das erlebe, dass mir, also einzelne Trader haben mir bestimmt schon ein und derselbe, und mehrere sind das dann, bestimmt schon 3, 4 Mal geschrieben, oh, jetzt der eine Trade, zum Beispiel jetzt bei Palladium, haben auch wieder im Februar, das hat mich ja auch zurückgeworfen, diese 2 Fehltrades, die ich da hatte. Nur bei mir geht es dann weiter. Es wirft mich zurück und nach 3 Monaten bin ich auf dem neuen Equity hoch. Aber bei vielen nimmt so etwas sie komplett aus dem Spiel. Entweder mental oder sogar vom Konto. Und das darf natürlich nie im Leben passieren. Und das sind alles Sachen, die kann man und muss man planerisch angehen. Es gibt massenhaft Leute, bei denen das passiert. Heißt also, ich muss mich besser organisieren. Und Stichwort Organisation, da muss man auch etwas verstanden haben. Gute Strategien arbeiten vergleichsweise selten. Also die richtig guten Strategien, die wirklich auch sehr stetig performen, die handeln vergleichsweise selten. Also Saisonalitäten zum Beispiel. Wie schnell ist es passiert, dass man mal eine Saisonalität in einem Markt, den man jetzt nicht die ganze Zeit auf dem Schirm hat, Sojabohnenöl oder Erdgas oder Gott weiß was, dass man diese Saisonalität verpeilt? So ein Trade kommt einmal im Jahr. Und wenn ich da nicht strukturiert bin und irgendwie einen Plan habe, wo ich sage, okay, jetzt ich kläre meine Setups alle jede Woche ab, und mache mir einen Plan, dann und dann muss das gemacht werden, dann und dann muss ich das abklären. Wenn ich das nicht mache, werde ich immer wieder Signale verpeilen. Das ist auch ein Feedback, was wir natürlich vielfach bekommen haben, dass Leute dann die einzelnen Signale übersehen haben. Und dafür sind natürlich auch diese Strategie-Reviews ganz sinnvoll und hilfreich, weil man dann natürlich sieht, okay, da gab es einen Trade, wieso habe ich das nicht mitbekommen? Wieso habe ich das Signal gar nicht mitbekommen? Also es ist sehr viel Organisation und ich spreche da aus eigener Erfahrung, weil es bei mir früher auch so war. Und das kann man aber alles, das sind alles Sachen, die man beheben kann. Aber nur, wenn man natürlich das Bewusstsein hat. Am Ende, ansonsten guckt man auf sein Konto, sagt, oh, ist aber nicht so doll gelaufen, scheint alles nicht zu funktionieren. Das ist natürlich sehr, sehr einfach. Aber in Wahrheit liegen die Fehler oftmals in Kleinigkeiten und man muss Kleinigkeiten
ändern und dann kriegt man das auf einmal auch sehr, sehr gut hin. Was wir natürlich sehen, ist schon ein riesiger Unterschied, ein eklatanter Unterschied in den Erfolgsquoten bei den Leuten, die eine, sage ich mal jetzt, ziemlich stark auf Statistiken und auf Setups basierten, auf Regelwerken basierten Ausbildungen haben, wie Go for Professional. Da ist die Streuung sehr, sehr breit und die Quote für mich persönlich immer noch zu gering, derer, die das konsequent anwenden und das auch erfolgreich anwenden. Wenn man das vergleicht mit dem Mentoring, beim Mentoring haben wir, ich glaube, knapp 80% der Leute haben ihre Ergebnisse entweder von vorher nicht profitabel zu deutlich profitabel hinbekommen oder von, sie waren schon profitabel zu deutlich profitabler, also ihre Ergebnisse drastisch verbessern können, dadurch, dass sie eben diese Techniken, dieses Fundamentalwissen aus dem RW Mentoring angewendet haben. Und das ist natürlich schon etwas, was mir auch in den letzten 2 Jahren so ein bisschen, ja, was heißt, die Augen geöffnet hat, aber schon auch die alten Vorstellungen hat kritisch hinterfragen lassen, weil ich ganz früher wirklich dachte, man muss Leuten Regelwerke an die Hand geben und dann, wenn man ihnen sagt, wie lange sie anwenden müssen, konsequent, dann kriegen sie das schon hin. Und da habe ich mittlerweile die Erkenntnis und auch die Überzeugung, dass das eben überhaupt nicht ausreicht. Man kann die besten Strategien jemandem an die Hand geben, wenn er nicht versteht, wie ein Auszahlungsprofil davon ausschaut, wenn er nicht versteht, dass das teilweise über Jahre hinweg nicht viel bringt, aber trotzdem einen statistischen Vorteil hat, wenn er nicht versteht, in welchen Phasen er die Strategie vielleicht besser nicht so stark gewichtet und die fundamentalen Zusammenhänge nicht versteht, dann ist es ganz, ganz schwierig, das anzuwenden, weil man dann nur die nackten Ergebnisse hat und seine völlig überzogene Erwartungshaltung. Und da wird sich sofort eine unangenehme Diskrepanz heraus entwickeln. Und wenn sich etwas unangenehm anfühlt, wissen wir alle, was wir machen. Wir flüchten, wir hören auf damit. Und das ist natürlich das, was immer wieder passiert. Deshalb meine absolute Überzeugung und natürlich auch die empirische Erfahrung ist, es braucht zwingend die fundamentalen Hintergründe. Da habe ich noch vor 10 Jahren anders drüber gedacht, muss ich sagen. Aber aus der Erfahrung heraus, es braucht zwingend die fundamentalen Kenntnisse, wie die Märkte zusammenhängen, welche Einflussfaktoren es gibt. Und wesentliche Einflussfaktoren, mal hier zusammengefasst, die wir ja auch in dem RW Mentoring ausführlich und intensiv thematisieren, die Grundlage für die Forecasts sind, die Handelsgrundlage für viele Strategien auch sind unter anderem Zinsen. Zum Beispiel Zinsen, der wesentlichste Faktor, muss ich ehrlich sagen, ich habe in den ersten 10 Jahren, in denen ich an der Börse war, habe ich zwar natürlich mitbekommen, dass bei den Zinsmärkten sich was tut, aber dass im Prinzip so gut wie alles von den Zinsen ausgehend gesteuert wird, das war mir in der Zeit damals überhaupt nicht bewusst. Man hat zwar natürlich immer wieder gesagt, ah, Zinssenkung, das wirkt sich auf den Aktienmarkt aus, aber wie stark das gesteuert wird und dass viele Effekte auch zeitversetzt da sind. Wir haben ja über Korrelationen auch im RW Mentoring gesprochen, beziehungsweise thematisieren das im Neuen auch. Da sieht man ja, dass direkte Korrelationen fast nicht vorhanden sind. Es gibt ganz, ganz wenige Märkte, die direkte Korrelationen haben, also wo Markt A sich bewegt und Markt B bewegt sich direkt mit, sondern oftmals ist das zeitversetzt. Wir besprechen auch, warum das so ist und können natürlich diese Effekte toll nutzen. Währung, ganz wichtiger Faktor für Marktentwicklung, ob jetzt bei Rohstoffen, bei Indizes, Währung, ganz, ganz wichtig. Angebot und Nachfrage bei Rohstoffen, da scheitert es oftmals an den Daten. Wir haben eine riesige Rubrik und ihr kriegt eine Excel-Datei auch ausgehändigt, also die Teilnehmer kriegen eine Excel-Datei auch ausgehändigt. An die alten, vielleicht auch an der Stelle nochmal, also an die alten Teilnehmer aus dem RW Mentoring. Ich schicke auch aktuelle Excel-Dateien zu den Persons of Open Interest und so weiter, alles, was ihr damals da bekommen habt, schicke ich mal an diejenigen, die jetzt im Mentoring gerade noch dabei sind, schicke ich aktuelle Dateien jetzt in Kürze zu. Auf jeden Fall, wir haben eine riesige Datei, wo etliche Links drin sind mit Informationsquellen, wo man diese einzelnen Daten abruft, beziehungsweise wir haben die ja auch in unserem Research drin, also Angebot und Nachfrage von Rohstoffen. Die Anbauflächen. Wer achtet auf die Anbauflächen? Die wenigsten. Man muss aber darauf achten, weil ich daraus herleiten kann, ob ein Markt reaktionsfreudig gen Norden oder eher reaktionsfreudig gen Süden ist. Wetter und Klima. Die wenigsten wissen, welche klimatischen und wettertechnischen Bedingungen ein Rohstoff in welcher Phase braucht.
Und das ist ja von Phase zu Phase unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn man Baumwolle nimmt, Baumwolle braucht in der Pflanzzeit, in der frühen Zeit eines Erntejahres, braucht es eher auch Niederschlag. Später hinaus braucht es dann in der Growing Season, braucht es vor allem Trockenheit, ab und zu mal ein bisschen Regen, aber nicht zu starken Regen. Also auch da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, viele von den größeren Fehltrades, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, gründen darauf, dass ich entweder Informationen nicht hatte oder sie missachtet habe. Das kann sein, dass man sie übersieht, man fokussiert sich auf was anderes. Das kann alles immer wieder passieren. Also Wetter und Klima im Blick zu haben, das haben wir jeden Tag im Trading Room, machen wir das. Würde ich jedem empfehlen, wenn er Rohstoffe handelt, dass man da einfach fit ist, weil die Märkte sind viel logischer, als wir uns das bewusst machen. Und alleine, wenn ich sehe, was ich jedes Jahr hinzulerne, auch über Rohstoffe, also das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was wusste ich vor 10 Jahren, was wusste ich vor 5 Jahren. Man braucht einfach viel Erfahrung in diesen Märkten, weil immer wieder Situationen auftreten, die so noch nicht da waren. Auch Handelskonflikt mit China und so weiter. Dann gibt es dort Subventionen, Ausfallversicherungszahlungen und so weiter. Das variiert ja von Jahr zu Jahr. Das sind alles Sachen, die logisch sind, die nachvollziehbar sind. Man wird es trotzdem nicht perfekt machen, aber es gibt einem sehr viel besseres Verständnis, warum ein Markt so läuft, wie er gerade läuft. Und politische Entscheidungen sehen wir ja, die Märkte sind heutzutage viel politischer als früher. Beschäftigung und Lohnzahlung, wir haben zum Beispiel, werde ich gleich mal eine Equity dazu zeigen, einen Effekt auch im Aktienmarkt, der auf den Sparplänen der Amerikaner basiert. Das heißt, ich muss wissen, wann kriegen die denn ihr Gehalt? Und dann kann man tatsächlich einen Effekt im Aktienmarkt sehen, der sehr stark ist und den man nutzen kann mit einer Strategie. Demografische Entwicklung haben wir auch gerade, was Rohstoffe angeht, werden wir da einen großen Themenpunkt haben, auch im RW Mentoring im nächsten, haben aber auch hier in diesem Rahmen schon darüber gesprochen, solche Entwicklungen im Blick zu behalten, weil sie eben Angebot und Nachfrage, vor allem die Angebotsseite, beeinflussen. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Und ein großer Unterschied auch nochmal, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel. COT-Daten haben wir ja oft auch hier besprochen, sind auch sehr gehaltvoll. Der Unterschied zwischen COT-Daten und tiefergreifendem fundamentalem Wissen, also tiefergreifendes fundamentales Wissen bedeutet, wie ist die Wetterlage im Moment für den Rohstoff? Haben wir im Moment günstige Einflussfaktoren, haben wir ungünstige Einflussfaktoren? Kommt viel Angebot auf den Markt oder weniger Angebot auf den Markt? Der große Unterschied ist, ich kann anhand von COT-Daten sehen, wie viele spekulative Positionen offen sind. Also ich kann sehen natürlich, oh, große spekulative Positionen bei Baumwolle. So, das gibt mir das Potenzial für die lange Frist. Das heißt, auf Sicht von 2, 3, 4 Jahren wird der Preis höchstwahrscheinlich extrem stark ansteigen. Aber was es eben nicht ist, ein Timing-Instrument. Es sagt mir nur, da sind viele spekulative Positionen offen, die werden irgendwann zwangsläufig gecovert werden müssen. Also Vorsicht, das ist ein Markt für die Long-Seite. Aber was man dabei eben nicht sehen kann, ist, es gibt ja immer auch gute Gründe, warum Spekulanten massiv auf einer Seite engagiert sind. Und was mir solche Daten eben nicht geben, die COT-Daten sagen mir nicht, jetzt haben wir zum Beispiel wie bei den Getreiden vor ein paar Monaten, da hatten wir ja die Planting Season für Weizen, für Mais, für Sojabohnen. Und in dieser Zeit waren einfach sehr ungünstige Wetterbedingungen. Und ich kann jetzt natürlich COT-Daten mir anschauen, die kann ich schon im Dezember mir anschauen und sehen, okay, Spekulanten massiv auf der Short-Seite, der Markt müsste steigen. Dann tut sich aber noch nichts. Irgendwann im April geht es dann los und wir haben nur Regen, die kriegen die Saat nicht auf den Acker. Und dann fängt der Preis an zu steigen, weil eben die Spekulanten auf einmal covern müssen. Vorher gab es aber den Grund noch nicht. Bei Baumwolle das Gleiche. Im Moment haben wir einfach, oder zuletzt hatten wir sehr günstige Bedingungen vom Klima her. Wenn sich das ändert oder wir steuern jetzt in die Hurricane Season hinein, die ist zwischen August und Oktober hat die ihren absoluten Höhepunkt. Da kommen die häufigsten Hurricanes oder da treten die häufigsten Hurricanes auf. In dieser Phase haben wir dann noch fundamental einen Triebgrund oder kann es Triebgründe geben, wenn man zum Beispiel dann Hurricane-Meldungen bekommt, wo man natürlich immer hofft, dass niemandem, dass keinem Menschen was passiert und am besten auch keine Sachschäden passieren.
Aber wenn so etwas dann auf die Baumwollernte trifft, dann kann das natürlich dort Schäden anrichten und dann kann der Preis auch nach oben gehen. Aber vorher sehe ich immer nur das Potenzial anhand von COT-Daten. Und das ist natürlich ein großer Punkt, den man verstanden haben muss. Wenn wir uns jetzt auf die Sparpläne, ich habe das eben gerade angesprochen, Sparpläne der Amerikaner und deren Auswirkungen für den Aktienmarkt fokussieren, dann sehen wir hier mal nur den Basiseffekt. Das ist noch nicht die Equity der Strategie. In der Strategie braucht es dann schon auch noch ein bisschen mehr. Dann braucht es ja irgendwo auch einen Stop, ein Management des Trades. Das ist jetzt nur der Basiseffekt. Wie entwickelt sich das über die Jahre? Das ist jetzt von 2004 bis 2019. Wenn man nur diese 3 Tage investiert war, es sind 3 Tage, an denen man im Monat quasi diese Sparplan, an denen die Sparpläne quasi in den Aktienmarkt reinfließen, also die Löhne in den Aktienmarkt fließen. Und wenn man das nutzt, sieht man langfristig einen sehr positiven Effekt dafür, dass hier noch überhaupt kein, also da ist kein Stop drin, da ist auch nichts mit irgendwelchen Verwaltungen drin, da ist kein Filter drin, sondern das ist ungefiltert. Wie ist die Entwicklung, wenn ich in diesen 3 Tagen investiert bin? Und das ist natürlich gegenüber auch den restlichen Tagen, sind die Durchschnittsergebnisse schon drastisch besser dort. Das heißt, auch das ist ein fundamentaler Effekt. Aber wer achtet darauf? Ich würde mal jetzt behaupten, also ich kenne ein paar Leute, die das nutzen, die solche untermonatigen Effekte nutzen, ist aber eine kleine Anzahl von Tradern aus dem alten Real Money Trader Programm, machen das einige echt sehr, sehr gut, wo ich mich auch sehr drüber freue, wo sie selbst auch, wir haben ja da über Sparpläne eigentlich auch gar nicht so viel, wir haben zyklische Effekte aufgezeigt, aber das sind so Sachen, die auch tatsächlich nutzen, jetzt weniger wegen den Sparplänen, aber die haben auch untermonatige Effekte, die sie nutzen. Und das ist natürlich schön. Aber wenn ich so etwas sehe, das ist ein fundamentaler Effekt, der logisch ist. In den USA einfach ein sehr, sehr starke, sehr, sehr starkes Engagement im Aktienmarkt von der Bevölkerung. Und dann kriege ich natürlich solche Sachen, die ich immer wieder nutzen kann. Auch dazu haben wir eine Strategie im neuen Mentoring-Programm, die wir nutzen wollen. XL-Counter-Logik habe ich jetzt angesprochen gehabt. Auch da steckt natürlich etwas dahinter. Da stecken fundamentale Aktionen dahinter. Manchmal gibt es komprimiert, meistens aufgrund von News, von wichtigen News, gibt es komprimiert Aktionen in eine Richtung. Das können jetzt zum Beispiel Payrolls-Daten sein, das können politische Entscheidungen sein, das können wirtschaftliche Daten sein, die kommen abseits denn und von Payrolls und so weiter, die dazu führen, dass die Herde komprimiert in eine Richtung trampelt. Und wenn man versteht, wie Fonds agieren am Markt oder wie sie agieren müssen, sie staffeln ihre Blöcke über einen längeren Zeitraum, das heißt über einen gesamten Tag, manchmal über 2, 3 Tage, manchmal sogar über 5 Tage, dann können wir verstehen, warum es ab und zu mal einen Trendtag gibt, der richtig heftig ist, oder eine Trendwoche, die richtig heftig ist. Und das Interessante ist aber, also wir haben jetzt in dieser Woche hier zum Beispiel, das waren bestimmt von diesen Trades hier, das waren locker, da waren ja jetzt auch keine Riesenergebnisse dabei, aber das waren bestimmt, die Hälfte der Trades waren XL-Counter-Logiken dahinter, weil wir an dem einen Tag sehr stark abgesackt waren und dann kam eben in den Folgetagen oder an dem Folgetag diese Konterbewegung. Ich zeige euch mal eine Statistik. Als Trendtag definiert bei mir, als XL-Tag, als XL-Range, habe ich das Doppelte des 10-Tage-Durchschnitts der Range. Also ich nehme für jeden Tag gibt es ja ein Ergebnis. Wie groß ist die Range? Hoch minus tief. Kommt an dem einen Tag meinetwegen 50 Punkte raus, am nächsten Tag kommen 10 Punkte raus, am dritten Tag kommen 70 Punkte raus und daraus dann der 10-Tage-Durchschnitt gebildet. Das ist das eine Kriterium. Also ich will sehen, dass wir das Doppelte des 10-Tage-Durchschnitts als Range haben. Also wenn der heutige Tag, wenn der 10-Tage-Durchschnitt bei 50 Punkten liegt und wir haben heute eine Range von 110 Punkten, dann wäre das eine XL-Range, weil sie doppelt oder mehr als doppelt so groß ist als der 10-Tage-Durchschnitt der Range. Und gleichzeitig 75-25-Kriterium. Das kennt ihr auch aus der Ausbildung, diejenigen, die sie schon absolviert haben. 75-25-Kriterium ist im Prinzip, ich schneide eine Tagesrange hoch minus tief in 4 Quadranten, 4 gleich große Teile und Eröffnung muss im einen äußeren Quadranten sein, also zum Beispiel bei einer Aufwärtskerze muss die Eröffnung im unteren Viertel liegen und eine Und-Bedingung, gleichzeitig der Schlusskurs im oberen Viertel. Bei einer Abwärtskerze im oberen Viertel die Eröffnung, und der Schlusskurs im unteren Viertel. Also das ist die Bedingung dafür.
Das ist die Definition für einen Trendtag. Also doppeltes des 10-Tage-Durchschnitts plus 75-25-Kriterium. Und wenn diese Bedingungen erfüllt sind, haben wir einen Trendtag. Und dann seht ihr mal hier für 2003, für die Zeit ab 2003 haben wir 26 Trendtage long und 75 Trendtage für short. Das sind also insgesamt schon mal relativ wenige. Und jetzt sehen wir hier mal, das war das, was mich sehr interessiert hat, weil die XL-Counter-Logik ein sehr starkes Setup ist. Wie viele aufeinanderfolgende Trendtage short gibt es? Also hier zwei aufeinanderfolgende Trendtage short auf short gibt es zweimal in dieser gesamten Zeit von 2003 bis jetzt. Long auf long nullmal, long nach short einmal, short nach long nullmal. Also insgesamt gibt es extrem selten dass es zwei riesige Trendtage hintereinander gibt. Das heißt, wenn ich als Trader schon mal verstanden habe, für den S&P das gleiche, zwei aufeinanderfolgende Trendtage, short nach short, gibt es zweimal. Das heißt, es knallt an einen Tag runter, ich gehe long und es knallt nochmal in gleichem Maß oder noch stärker runter. Das passiert mir extrem selten. Das heißt also, wenn ich diese XL-Counter-Logik anwende, wird es extrem selten passieren, dass ich komplett überrannt werde. Es wird trotzdem passieren, dass es gegen mich läuft, aber der ultimative Katastrophenfall, dass das sich noch beschleunigt, das passiert extrem selten. Hier sehen wir auch Long nach Long im S&P nullmal. Das heißt also, wenn es einen starken Impuls aufwärts gegeben hat, Counter ist oder zumindest eine Konsolidierung dann, eine Zwischenkonsolidierung ist dann schon auch sehr wahrscheinlich, unmittelbar danach. Ihr seht, dass das ganz, ganz selten auftritt. Hier haben wir sogar für die Zeit ab 1998 32 Trendtage long, 79 Trendtage short. Also insgesamt kommt das vergleichsweise selten vor. Und wenn, dann kommt es extrem selten vor, dass ich überrannt werden kann. Das heißt, der Markt konsolidiert meistens oder reagiert in die Gegenrichtung. Wenn ich also unmittelbar nach diesen XL-Tagen Counter-Trend-Versuche unternehme, wird es trotzdem fehlschlagen, weil es kann ja auch sein, es konsolidiert einen Tag und danach geht es weiter in diese Richtung. Aber ich habe dann ganz gute Chancen. Wenn ich das mir als Trader merke schon mal, ich brauche natürlich dann ein Regelwerk, wie wir es auch haben, aber das sind so banale Effekte, die aber starke Auswirkungen haben. Wenn ich das verstehe, dann werde ich ganz viele gravierende Fehler vermeiden können. Und das ist etwas, das sind alles Sachen, die ich im Handel mit einkalkuliere und die ich entsprechend nutze. Aber das ist natürlich eine rein technische Sache oder eine sehr stark technisch akzentuierte Sache. Fundamentaler Hintergrund ist natürlich sind die Aktionen von Fonds. Das, was wir in dem Mentoring ja auch machen und das, was ich immer wieder auch als Grundlage in meinem Live-Trading-Room in dem Handel dort habe, sind natürlich die Intermarket-Relationen, die fundamentalen Einflussfaktoren. Wir gucken uns Wettereinflüsse an, wir gucken uns News an, wir gucken uns jetzt in dieser Woche haben wir auch uns die Lagerbestände von Rohöl angeschaut. Der Preis erstmal nach unten reagiert. Wir wussten aber auch, dass aus dieser Situation heraus, wir haben jetzt zum Beispiel einen Extremwert, ein Signal, wie wir es im Dezember 2018 hatten, in der Gold-Rohöl-Ratio gehabt. Hatten wir einen Wert von über 29. Aus diesen Situationen heraus sind immer Rallyes im Rohöl entstanden. Wir haben aber die Daten gesehen, die sind sehr viel. Die Bestände sind sehr viel höher ausgefallen als erwartet und auch gegenüber den letzten Malen deutlich besser ausgefallen. Also ist der Preis erstmal nach unten gegangen. Aber wir haben zuletzt wiederholt eben schwache Lagerbestände gesehen. Und wenn das passiert und wenn das komprimiert auftritt, ist der Markt in der Nähe eines Tiefs. Und diese Sachen zu nutzen, aber auch bei Erdgas zum Beispiel zu sehen, da sind die Bestände einfach noch zu positiv, die da immer wieder reinkommen. Also deckelt das nach oben, obwohl der Preis in der strategischen Kaufzone ist. Das zu kombinieren, also einmal das statistische Wissen oder auch COT-Daten zu nutzen, auf der anderen Seite aber auch zu sehen, im Moment sind die Daten da für diesen Markt einfach noch nicht gut, um aggressiv drin zu sein in diese Richtung. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Und auch die Forecasts, die werden wir jetzt mal durchgehen, auch weil wir natürlich die aktuelle Entwicklung mal so ein bisschen vorausschauen wollen darauf. Aber vor allem auch, um mal aufzuzeigen, was da wirklich Starkes dahinter steht, gehen wir jetzt mal schnell die Forecasts durch für die einzelnen Märkte. Da werdet ihr bei den meisten sehen, dass es natürlich auch mal eine Fehlprognose gibt. Forecast ist immer hier unten, oben der tatsächliche Verlauf. Kaffee zum Beispiel. Da sind die meisten Schwünge, es geht um die Grundtendenz,
nicht um jedes einzelne Fraktal, um die Grundtendenz. Hier sollte es fallen, es ist gefallen. Hier sollte es steigen, es ist gestiegen. Hier sollte es fallen, von hier bis hier. Der Markt ist gefallen, ist noch ein bisschen länger schwach gewesen, aber Grundtendenz sehr, sehr akkurat. Hier sollte es steigen, der Markt ist gestiegen. Hier sollte es fallen, gefallen. Hier haben wir eine Diskrepanz. Da wurde eine starke Rallye erwartet, der Preis ist aber gefallen. Aber wir haben hier teilweise einen Vorlauf von einem Jahr, in manchen Forecasts von 2, 2,5 Jahren. Und trotzdem hat man eine recht hohe Genauigkeit, wenn man die grobe Tendenz erkennen möchte. Natürlich wird es immer mal fehlschlagen, aber wenn ich das gebündelt nutze in 10, 12, 15, 20 Märkten und das über 10, 12, 15, 20 Signale mache, werde ich darauf basierend sehr gut vorangekommen sein, sehr gute Ergebnisse erzielt haben. Und ich freue mich, dass so viele Leute diese Forecasts auch anwenden. Und wie gesagt, für diejenigen Charts, wo sich eine Einflusskomponente, wo die Daten für eine Einflusskomponente bei Trade Signal inzwischen fehlen. Einige nutzen das ja auch bei MetaTrader, haben sich das dort programmiert, andere für Trade Navigator. Aber wer es auf Trade Signal nutzt, die Originalcharts werden, wie gesagt, da aktualisiert. Also hier sehen wir eine Fehlprognose. Ansonsten auch hier wieder, es sollte fallen, es ist gefallen, sehr akkurat insgesamt. Kupfer zum Beispiel auch, wenn man da die einzelnen Schwünge sieht, ist natürlich ein sehr, sehr zyklischer Markt, wo wir immer wieder auch kurze Schübe sehen. Aber die meisten Schwünge, hier sollte es fallen, es ist gefallen, hier steigen, es ist gestiegen, hier sollte es fallen, es ist gefallen und so weiter. Diese ganzen Ups und Downs, nicht immer in der gleichen Ausprägung. Manchmal erwartet man eine starke Abschwächung und es läuft nur seitwärts. Aber es geht darum, von bis in welche Richtung. Nur darum geht es. Es geht nicht um die Dimensionierung. Unheimlich hilfreich als Entscheidungshilfe oder als Entscheidungsträger. Hier soll es steigen, es ist gestiegen, hier fallen, es ist gefallen und so weiter. Also ihr seht auch da, das war sehr akkurat. Bei Mais haben wir auch eine sehr akkurate Prognose insgesamt. Hier gab es mal eine Diskrepanz in diesem Abschnitt. Ansonsten aber insgesamt sehr, sehr akkurat. Dann haben wir hier bei Baumwolle hatten wir mal so zwei Phasen, wo es abgewichen hat. Ansonsten war das ziemlich akkurat. Hier sollte es fallen, es ist aber gestiegen. Das war da wichtig, auch in solchen Phasen dann natürlich die Trades zu managen und jetzt nicht darauf zu hoffen, dass es so laufen wird. Und hier sollte es steigen und es ist auch ein bisschen gefallen. Also natürlich gibt es immer mal wieder auch Fehlprognosen oder auch hier jetzt bei WTI. Da waren fast alle Schwünge ziemlich akkurat. Hier auch diese Rallye, dann dieser Rückgang. Und hier wurde halt einfach schon früher eine Erholung angezeigt. Das heißt, hier dieser Part, da hat der Markt noch einen Schlenker gemacht. Aber insgesamt ansonsten danach wieder, wo wir gelandet sind mit den einzelnen Schwüngen, war recht akkurat. Hier beim Euro auch wieder, es sollte fallen, ist gefallen, es sollte steigen, ist gestiegen, runter. Hier gab es die Diskrepanz. Ich habe diese Diskrepanzen, da wo es Fehlprognosen gab, immer mal eingerahmt. Hier rot. Bei Reis auch sehen wir auch insgesamt sehr akkurat. Hier gab es eine Fehlprognose. Beim DAX, den Chart stelle ich auch neu rein. Der ist brandaktuell, weil ich da eine längerfristige Perspektive hatte. Wir haben jetzt hier eine kurzfristigere Variante. Da sieht man auch, dass die groben Schwünge, nicht in der Ausprägung, aber die groben Tendenzen ganz brauchbar waren. Britisches Pfund, hier speziell an der roten Linie orientiert, der Long-Term Forecast, Grundtendenz abwärts. Markt ist gefallen, Grundtendenz aufwärts, Markt ist gestiegen, Grundtendenz abwärts, ist gefallen, Grundtendenz aufwärts, der Markt ist gestiegen, Grundtendenz abwärts, haben wir jetzt jüngst auch gesehen. Und das, was als nächstes kommen soll, ist eben ein Erholungsschub. Bei Lean Hogs, das ist auch etwas stärker am Oszillieren, hier sollte es raufgehen, es ging rauf, hier die Diskrepanz, es sollte runtergehen und es stieg leicht. Hier die Rallye haben wir gesehen, hier die Korrektur. Dann hier ist das noch ein bisschen geschwächelt. Da hatten wir aber so eine Phase, wo wir keine Prognosesignifikanz hatten. Hier rauf ist gekommen, runter. Also es geht nicht darum, das ist natürlich mitnichten perfekt. Und man wird, wenn man es jetzt ganz genau machen wollte, wird man ständig Abweichungen sehen. Es geht um die grobe Tendenz. Zum Beispiel jetzt lauere ich auf einen Long-Einstieg bei Lumber, bei Bauholz. Da hatten wir letztes Jahr tolle Trades auf der Long-Seite und auf der Short-Seite auch dann. Gab auch ein, zwei Trades, die mich geärgert haben.
zwischenzeitlich, wo es ein bisschen stärker überrissen hat. Aber insgesamt Bauholz zum Beispiel auch sehr, sehr gut nach diesem Forecast handelbar. Und jetzt stehen wir hier vor einem Aufwärtsschub. Das heißt, ich weiß jetzt, dass ich Long-Einstiege suche in diesem Markt. Ich habe Limits im Markt, werde prozyklische Orders definieren, jetzt auch für die neue Woche im neuen Kontrakt. Aber das ist das, was dahinter steht. Das heißt, ich weiß jetzt, dass ich für die nächsten Wochen zum Beispiel anhand der Forecasts suche ich Long-Einstiege beim britischen Pfund, nicht blind, sondern Umkehrmuster, Überlagerungsmuster, Erschöpfungslücken, was auch immer. Und beim Lumber eben auch an Effizienzlevels, Ausbrüche über lokale Hochs und so weiter. Ich weiß, dass ich in diesen Märkten zum Beispiel auf der Long-Seite Einstiege suche. Orange Juice, auch ein Markt, der sehr akkurat ist nach den Intermarkets, weil wir da eben die wesentlichen Einflussfaktoren benutzen. Und wo es aber auch natürlich mal ein Fehlsignal gab, hier sollte es steigen, es ist aber gefallen. Aber auch da wieder, wenn man verstanden hat, zum Beispiel hier, das war ja 2019, Forecasts nutzen ja Intermarkets. Das sind jetzt ein, zwei Einflussfaktoren, zum Beispiel brasilianischer Real und so weiter. Wenn ich aber verstanden habe, und da geht das Wissen eben noch tiefer, wir haben in diesem Jahr von 2018 auf 2019 ein El Niño-Phänomen gehabt. Kann jeder nachprüfen. In El Niño-Phasen ist Kakao der stärkste Markt im Durchschnitt. Das heißt, sobald El Niño auftritt, weiß ich, Kakao eher long und Orange Juice ist der mit Abstand schwächste Markt. Warum? Weil es für Florida, eine der Hauptanbauregionen, ein eher mildes Klima bedeutet. Das heißt, Frostschäden sind schon mal oder Ernteschäden generell sind schon mal nicht wirklich wahrscheinlich. Das heißt, in so einer Situation weiß ich natürlich, die Intermarkets, die aus einer Währung, zum Beispiel aus der Währungsrelation herausrühren. Die haben zwar grundsätzlich eine Bedeutung, aber in dem Fall ist es doch klar, hier ist ein Wetterphänomen da, was eine gute Ernte bedingen wird. Das heißt, wenn ich hier eine Long-Prognose habe aufgrund von Intermarkets, werde ich die, wenn überhaupt, mit moderater Gewichtung handeln. Ich habe es zum Beispiel gar nicht gehandelt. Und das ist der entscheidende Punkt. Ich kann jetzt natürlich irgendwelche saisonalen Trades machen und einfach statistisch basiert immer wieder das Gleiche. Dann muss ich es aber auch wirklich über einen großen Zeitraum machen. Wenn ich es aber genauer machen möchte, dann brauche ich viel tiefergehendes Wissen. Ich muss die Einflussfaktoren kennen und nicht nur die Intermarket-Einflussfaktoren wie Währungen, Zinsen, andere Rohstoffe, sondern halt auch das Wetter und muss wissen, in welchen Wetterphänomenen ist welcher Markt wie gelagert. Dass man trotzdem, ich nutze vieles einfach nur, um Fehler zu vermeiden. Also wenn man jetzt die Erwartung hegt und sagt, ja, dann musst du ja tierisch Kohle verdienen. Naja, es läuft okay. Ich bin zufrieden, aber es ist nicht so, dass ich jetzt jedes einzelne Fraktal nutze. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Orange Juice sehe, grundsätzlich wäre der Markt jetzt in der strategischen Kaufzone um die 100 herum, aber man hat es in der Terminstruktur gesehen, dass der Preis eine zu starke Contango-Situation hat für eine große Rallye und man hat auch gesehen natürlich anhand des Klimaphänomens El Niño, dass das nach oben wahrscheinlich gedeckelt ist. Dann habe ich es in dem Fall einfach nur genutzt, um mich an der Seitenlinie zu halten. Man hätte das mit Sicherheit auch short handeln können, habe ich nicht gemacht. Das kann man jetzt gut finden oder schlecht. Ich bin nicht der aggressive Trader, was das angeht. Man könnte mit Sicherheit fast immer mehr rausholen, als ich es mache. Aber es geht für mich darum, im Zweifelsfall Fehler zu vermeiden, gravierende Fehler zu vermeiden. Und das gelingt dann doch ganz gut in Summe. Palladium Forecast hier noch als einer der letzten Forecasts. Natürlich hat auch der mal eine Fehlprognose, völlig klar. Hier ist es gestiegen, obwohl es fallen sollte. Aber ansonsten die groben Schwünge, wenn ich da einen Vorlauf hier von 2,5 Jahren habe, teilweise, ist es doch ein riesiger Vorteil, ungefähr zu wissen, in welche Richtung es geht. Zum Beispiel hier, dass wir ab März 2019 auch mal auf der Short-Seite immer wieder was versuchen. Das ist doch ein großer Vorteil. Im Aktienmarkt haben wir auch mal eine Prognose gehabt, die daneben gehauen hat. Das sollte es ab Februar diesen Jahres schon einen weiteren Abwärtsschub geben. Es ist erstmal noch raufgegangen. Das ist die Variante, die auf Rohstoffpreisen basiert. Und dann gibt es noch eine andere Variante, die hat aber natürlich zu einer anderen Zeit mal einen Fehlschlag gehabt. Die ist zinsbasiert. Da hatten wir hier eine Fehlprognose. Da sollte es fallen. Es ist aber nochmal eine Erholung gekommen. Ich persönlich nutze die groben Schwünge. Ich will gar nicht diese Einzelfraktale benutzen, sondern wenn ich sehe, von hier bis hier tendiert das abwärts,
dann positioniere ich mich hier irgendwo, suche ich einen Short-Einstieg und versuche eben bis hier unten Short zu bleiben. Natürlich, wenn es dann solche Schlenker gibt, fliegt man auch mal raus. Das muss eben auch klar sein. Das sieht alles schön und gut aus, wenn man das sich hier so anschaut. In der Praxis wird genau das passieren, was mir bei Palladium passiert ist. Bei Palladium war es so, und damit umzugehen, genau darauf muss man trainiert sein. Oder muss man sich selbst trainieren oder eben trainieren lassen. Bei Palladium war die Prognose absolut richtig. Das Problem war, es gab zwei Schlenker nach oben, die mich rausgehauen haben aus einer Position, weil ich zwei Dinge zusammenbringen muss. Ich muss einmal das, was ich fundamental erwarten darf, zusammenbringen, mit dem, was mein Konto mir an Möglichkeiten gibt. Und ich kann also nicht sagen, der Forecast wird schon stimmen, also gehe ich mal das Risiko ein, dass es mir die Hälfte von meinem Konto weghaut. Im Zweifelsfall muss ich immer der Risikokontrolle Vorrang geben. Das heißt, ich werde im Zweifelsfall eine Position ausstoppen, weil sie vielleicht zu stark schwankt, obwohl ich anhand der Intermarkets die Überzeugung habe, es fällt. Und genau das ist passiert. Und damit sind ganz viele Trader nicht okay. Ganz viele sind immer noch in dem Modus zu stark verankert des Rechthabens. Ich werde manchmal, und das ist das Entscheidende, also für mich jedenfalls, das ist meine Philosophie, ich brauche etwas, ich brauche eine starke Grundlage. Ich brauche Dinge, die mir am langen Ende in Summe immer wieder gute Chancen offerieren, weil ich von vornherein weiß, dass ich in der Exekutive und beziehungsweise Schrägstrich mit dem Risikorahmen, den ich mir selbst setze für mein Konto, dass ich manchmal auch blöd rausfliege. Das heißt, in dem Fall wäre jetzt die theoretische Rechnung, die Prognose war richtig, man hätte hier 25.000 Dollar pro Trade machen können. Effektiv habe ich aber mit diesen beiden Aktionen, glaube ich, 10.000 verloren. 10, 11.000 so um den Dreh verloren. Würde ich aber genauso wieder machen, weil beim nächsten Mal haut die Prognose völlig daneben und dann rettet es mir den Arsch. Heißt also, ich muss verstehen, ich brauche eine starke Grundlage und werde es trotzdem nicht immer. Also das sieht schön aus, wenn man hier sieht, oh, in 3 von 4 Fällen trifft das. Ich werde aber nicht in 3 von 4 Fällen Geld verdienen immer. Ich werde manchmal viel verdienen, manchmal werde ich auch, obwohl die Prognose richtig ist, ausgestoppt werden, blöd. Und nur wer damit okay ist, und deshalb versuche ich immer wieder realistische Erwartungshaltungen in die Köpfe zu bekommen von den Tradern, mit denen ich zusammenarbeite. Nur wer damit okay ist, dass die Prognose richtig ist, aber ich im Ergebnis sogar verliere, das wird ab und zu passieren. Und nur wenn ich damit okay bin und mich darauf vorbereite, werde ich Dinge lange genug und konsequent genug durchziehen. Ansonsten wird das völlig daneben gehen, obwohl ich eine gute Grundlage habe. Wenn man immer noch in diesem Modus ist, man weiß doch alles oder das wird schon stimmen. Manche Dinge hauen. Ich habe zum Beispiel einen Trader mal kennengelernt und längere Zeit auch mit ihm Kontakt gehabt. Der hat 16 Jahre lang im Eigenhandel bei einer deutschen Großbank gearbeitet. Die hatten dort Risikorestriktionen, wenn man von Restriktionen sprechen kann, oder Risikovorgaben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es die heute noch so gibt, aber auf jeden Fall, der musste dort keine Stops setzen. Der hat immer wieder nachkaufen können. Das funktioniert vielleicht, wenn ich 10 Millionen als Volumen habe und mit 2, 3 FDAX-Kontrakten anfange. Das funktioniert aber nicht, wenn ich 50.000 als Volumen habe und dort mit einem FDAX anfange. Da funktioniert es nicht. Den hat es nach 16 Jahren komplett zerrissen. Dramatisch, aber liegt natürlich daran, dass er es erlaubt hat, dass ein einzelner Trade, eine einzelne Aktion ihn komplett aus dem Spiel nimmt. Und das ist natürlich schon etwas anderes, ob ich da ein ganz, ganz geringes Risiko habe, wo ich dann tatsächlich immer wieder Tranchen nachkaufen kann oder nicht. Und viel zu viele sind in diesem Rechthabermodus. Den habe ich mit Sicherheit auch mal gehabt. Gerade wenn man solche Intermarkets nutzt, ist das verleitend dazu, dass man sagt, ja, das wird ja sowieso schon stimmen. Ich muss mich aber auf den Worst Case vorbereiten. Der Worst Case ist, alles zeigt mir in eine Richtung, der Markt läuft aber volle Kanne in die andere Richtung. Und genau das darf mich nicht aus dem Spiel nehmen. Das darf mir wehtun. Das kann mich auch Monate oder vielleicht auch mal ein Jahr Arbeit kosten. Das heißt, es kann auch mal die Performance von einem Jahr weghauen im schlechtesten Fall. Das ist ja das, was beim Optionsschreiben immer mal wieder passiert. Alle paar Jahre haut es mal die Performance von 6 bis 12 Monaten weg. Aber es darf mich nicht komplett aus dem Spiel nehmen. Und deshalb,
diese ganzen Intermarkets hier, das heißt nicht, dass man jedes Mal Geld verdient und dass alles ganz easy ist, aber das ist die Grundlage. Und jetzt vergleicht mal, wenn ich irgendwelche Linien in Charts reinzeichne, irgendwelche Patterns nutze, die gar keinen statistischen Vorteil haben. Ich brauche einen großen Vorteil, um am Ende ordentlich was rauszuholen, aber ich muss es über einen langfristigen Zeitraum anwenden und ich brauche trotzdem noch, selbst wenn ich statistische Techniken habe, also was sind die besten Tage, wann kommen Sparpläne, Sparplaneinzahlungen, und wenn ich Intermarketkenntnisse habe, also welche Währungen sind relevant für welchen Rohstoff, welche Zinsmärkte sind relevant für welchen Aktienmarkt, selbst wenn ich diese fundamentalen oder Intermarktkenntnisse habe, brauche ich trotzdem noch Wissen darüber hinaus. Ich muss wissen, wie wirken sich Wirtschaftsdaten aus, was sagen die wirklich aus, wie wirken sich politische Entscheidungen aus, wie wirken sich Lagerbestandsdaten aus, wie wirken sich bestimmte Wetterphänomene auf einen Rohstoff aus, welche Klimaphänomene bewirken welche Tendenz in einem Markt. Also das muss ich darüber hinaus auch noch wissen. Und selbst dann, wenn ich all das weiß, werde ich trotzdem ab und zu daneben liegen. Und nur wenn ich damit okay bin, werde ich am langen Ende wirklich auch das Ganze erfolgreich gestalten können. Und was wir eben sehen, ist, dass die Quote derer, die aus dem RW Mentoring erfolgreich sind, die liegt so bei ungefähr 80% von den Feedbacks. Wir haben jetzt natürlich, muss man auch immer sagen, so ungefähr von 3 von 4 Leuten habe ich Feedbacks bekommen, also von 75 bis 80% der Leute, mit denen stehe ich im Kontakt, mit ein paar ab und zu, aber die sind dann auch im Trading Room dabei, das heißt, die sind schon auch in die richtige Richtung unterwegs, mehrheitlich. Auf jeden Fall ist die Quote dort drastisch höher und das liegt meiner Überzeugung nach daran, dass wir hier natürlich auch noch viel, viel mehr in die Tiefe gehen und nicht nur diese statistischen Sachen machen, die zwar funktionieren, aber wo wir halt anhand der Auszahlungsprofile wirklich das Problem haben, wir haben es vorhin gesehen bei dem WTI-Setup, 90% Trefferquote suggeriert auch bei mir im Kopf, naja, das wird schon immer hinhauen. Da habt ihr aber auch gesehen, wenn ihr euch erinnert an dieses Auszahlungsprofil, da waren 5, 6 Jahre hintereinander, 5, 6 Trades hintereinander, die gerade mal so ein Tausender im Plus waren. Tausende Plus ist jetzt bei Rohöl auf eine Sicht von 2,5 Monaten Haltedauer ein Fliegenschiss. Das sind 2% im Markt, 2, 2,5%, je nachdem, von welchem Preisniveau wir sprechen. Und 2,5% Preisveränderung auf Sicht von 2,5 Monaten ist gar nichts. Das heißt, 1, 2 Tage früher oder 1, 2 Tage später ausgestiegen, also 1, 2 Tage Varianz. Und wir haben, vielleicht fällt das Ganze dann auf die andere Seite. Das heißt, auf einmal ist die Trefferquote nicht mehr bei 90%, sondern nur noch bei 75% oder bei 70%. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied und rein statistisch basiert würde funktionieren, aber die Praxis zeigt, dass die meisten daran scheitern, an dieser Unsicherheit, die sie haben. Und gegen Unsicherheit kann man nur Wissen stellen und eine realistische Erwartungshaltung. Und es freut mich auf jeden Fall, dass da die Quote so groß ist und wir haben ja immer wieder auch Anregungen von den Teilnehmern bekommen. Weil viele von euch sind ja auch im Trading Room dabei und erleben halt mit, was ich dort handle, was dort die Aktionen sind oder was die Grundlage ist für die Aktionen. Und da kam dann, weil es natürlich sehr viel auch ist, was wir gar nicht alles in das Mentoring reinpacken konnten, da kam natürlich dann die Anregung auch, ob wir noch eine zweite Runde starten und wir haben, eigentlich wollte ich es nicht machen, aber wir haben dann uns neulich mal mit ein paar Tradern mehr oder weniger zufällig getroffen und da haben wir dann gesagt, okay, wir machen dann doch nochmal eine Runde, weil es einfach sehr viele Sachen auch sind. Wir haben das jetzt gesehen mit den Sparplänen für den Aktienmarkt, auch für den FDAX ganz viele Sachen, wo wir über die Jahre Dinge ausgearbeitet haben, die sehr stabil funktionieren. Hier mal das, was wir jetzt in dem weiteren Mentoring, in dem Advanced machen werden, um es da nochmal klar zu sagen. Es ist nicht so, dass man das erste absolviert haben muss, um das zweite zu nutzen. Das sind einfach nur
weitere Techniken, es sind weitere Dinge. Man kann das eine losgelöst von dem anderen nutzen. Wir werden das Ganze gerade von der Planung her auch, wir haben auch 1:1 Parts dort. Ich kann nur immer wieder dazu ermuntern, das bitte in Anspruch auch zu nehmen, die 1:1 Coachings, weil da können wir individuell arbeiten und können den Plan eben für den einzelnen Trader ausarbeiten. Wir werden durchsprechen, dass Trader Unternehmer sind und werden einen Plan entwickeln. Statistische Grundlagen, da werden wir zum Beispiel Sachen, also wie ich schon sagte, zum Beispiel, was ja viele kennen, auch aus den alten Ausbildungen schon, Montage und Freitage sind die stärksten Tage für den Bondmarkt. Wenn ich das über 6, 7, 8, 10 Jahre nutze, wird mir das einen Vorteil bringen. Der Freitag ist stark für die Edelmetalle. Wenn ich das weiß, ist auch schon mal ganz vorteilhaft. Die Vormittage im britischen Pfund an bestimmten Tagen sind, neigt das Pfund zur Schwäche. Solche Dinge, solche Effekte in zahlreichen anderen Märkten auf verschiedensten Zeitebenen, auch auf Monatsebene, auf Wochenebene, werden wir da als Grundlage haben. Statistische Grundlage bedeutet auch, wie verhält sich ein Markt, wenn El Niño auftritt, wie verhalten sich Märkte bei La Niña-Phänomenen. Also all diese statistischen Dinge. Ich kann euch gerade mal kurz eine Datei zeigen. Zum Beispiel hier haben wir die Auswirkungen von El Niño auf, also El Niño und La Niña, auf den Heizölpreis. Also solche Dinge, ihr kriegt dann auch hier eine Excel-Datei. Da seht ihr auch zum Beispiel, hier ist eine Rubrik Links und Quellen. Das heißt, da sind etliche Informationslinks, wo man welche Daten bekommt. Angebot und Nachfrage für verschiedene Rohstoffe, die Crude Oil Inventories, hier das alles im Original. Also all diese Statistiken sind der Gegenstand. Dann Handelstechnik der Rohöllagerbestände, die Crude Oil Inventories, die jede Woche kommen. Die Gold-Rohöl-Ratio, das werden wir als Strategie besprechen, was jetzt auch gerade Grundlage unter anderem auch für Trades in einigen Portfolios ist. Erdgaslagerbestände werden wir durchsprechen. Datenquellen habe ich schon gesagt. Dann die Anbauflächen für Rohstoffe. Wo kriege ich die Daten her? Und was sagen die aus? Wie sind da die Statistiken? Dann die Planting Season für Getreide. Was passiert wann? Ganz interessant auch mit den Versicherungen für Farmer. Da gibt es bestimmte Termine. Wir werden da durchsprechen. Auch das, was wir im Trading Room gemeinsam genutzt haben. Was passiert wann? Das haben wir im alten Mentoring schon angefangen, dass wir dort die Saisonalität mal sozusagen beschriftet haben. In welcher Phase des Jahres passiert was? Zum Beispiel ein ganz banaler Effekt ist, dass saisonale Tiefs oftmals in einem Markt oder lokale Tiefs markiert werden um den Erntezeitpunkt herum. Was ja vollkommen logisch ist, weil Angebot kommt auf den Markt und in der Regel bringt neues Angebot eher niedrigere Preise. Es sei denn, es gibt eine Angebotsdelle, dann wird natürlich das Gegenteil passieren. Aber das zu wissen, was passiert in der Planting Season, das haben wir in diesem Jahr auch schon gemeinsam ganz intensiv durchlebt. Da gibt es die Prevent Plant Payments, die Final Planting Dates, also bis wann die wirklich gepflanzt haben müssen oder eben diese Ausfallversicherung in Anspruch nehmen. Das werden wir alles en Detail besprechen und werden das auch gemeinsam dann in diesem Jahr durchgehen, weil das Schöne ist, bei 12 Monaten kommt im Prinzip eigentlich alles auch mindestens einmal dran. Das heißt, es werden auch immer reale Trades der Sache zugrunde gelegt, die wir gemeinsam durchsprechen in den Webinaren, in den Live-Webinaren, die wir so nach jetzigem Stand alle 2 Wochen haben werden, aber je nach Bedarf kann das auch öfter sein. Versicherung der Farmer werden wir besprechen, was hat das für einen Charakter. Die wichtigsten Termine in der Pflanzzeit, dann staatliche Subventionen, da gibt es die MFP-Payments, die ja auch nochmal dazukommen. Da gab es jetzt neulich ja auch dann die Bekanntgabe, welche Märkte in welchen Regionen welche Subventionen bekommen. Dann auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben zum Beispiel auch in früheren Ausbildungen immer wieder auch darüber gesprochen, wo die Produktionskosten eines Rohstoffs liegen. Und ich muss aber auch verstehen, dass das auch wieder eine sehr strategische, langfristige Sache ist. Wenn ein Preis 25, 30% unter Produktionskosten ist, dann kann man sagen, das ist langfristig betrachtet ein super attraktives Einstiegsniveau. Also jetzt zum Beispiel Kaffee um die 100 herum, sehr attraktiv. Heißt aber nicht, dass es nicht noch auf 70 oder 80 gehen könnte zwischenzeitlich. Aber dass wir davon ausgehend auf 200, 250 und höher gehen werden, bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber diese Schlenker können durchaus passieren. Und man muss eben eines verstehen. Produzenten müssen teilweise auch produzieren,
wenn es drastisch unter den Produktionskosten ist. Also so wie man jetzt von sich aus ausgeht, dass man sagt, okay, wenn es sich nicht mehr lohnt, produziere ich einfach nichts mehr, funktioniert nicht, weil wir haben uns das angeschaut, auch die Anbauregionen, beziehungsweise wir werden uns das gemeinsam in der Ausbildung auch nochmal intensiv anschauen. Welcher Rohstoff wird in welcher Region, werden wir uns eine Landkarte jeweils dazu, wird es in den Schulungen geben, welcher Rohstoff oder welche Rohstoffe werden in welchen Regionen angebaut. Und es gibt eine Überschneidung in den USA. Es gibt eine Zone, in der sowohl, in die sowohl der Baumwollgürtel fällt, als auch die Anbaumöglichkeit für Mais und für Sojabohnen. Und in dieser Zone zum Beispiel gibt es natürlich dann, kann ein Farmer sagen, okay, naja, dann baue ich keine Baumwolle an, sondern dann baue ich Sojabohnen an. Aber wenn die Alternative zu zum Beispiel Baumwollanbau aufgrund von zu geringen Subventionen, aufgrund von Anbaumöglichkeiten, zu später Zeitpunkt für den Anbau, was auch immer, das ist unterschiedlich. Aber wenn die Alternative noch schlechter ist, dann baut man trotzdem an. Und das ist das, was man da verstehen muss. Wir werden uns die Renditen anschauen. Yield per Acre ist ja auch eine Einheit, die man oft hört. Wettereinflüsse, zu wissen, was passiert wann, was ist wann günstig für die Ernte, was ist wann beeinträchtigend für die Ernte. Zum Beispiel jetzt wären weniger als 60 Grad Fahrenheit und oder Sturm bzw. Regen in größerem Ausmaß schädlich für die Baumwollernte. Wir haben aber im Moment 70, 75, 80 Grad Fahrenheit, teilweise sogar bis zu 100 Grad Fahrenheit in diesem Baumwollgürtel. Deshalb ist da noch nichts nach oben passiert, wesentlich. Nachrichten zu verstehen, unheimlich wichtig. Habe ich auch früher eine andere Sichtweise gehabt, weil ich einfach sehr statistisch basiert rangegangen bin und weil ich selbst auch ein anderes Hartnäckigkeitslevel habe wahrscheinlich. Ich weiß einfach, wenn ich das 100 Mal mache, am Ende habe ich Geld verdient. Aber Nachrichten zu verstehen, schnell zu verstehen, so wie wir es im Trading Room auch machen. Wir haben da innerhalb von 5 oder 10 Sekunden haben wir gesehen, die Lagerbestände sind so ausgefallen, also nicht long oder noch nicht long. Später war das ja dann, einen Tag später war das ja dann richtig. Aber in diesen Situationen schnell zu entscheiden, okay, was für eine Relevanz hat so, haben solche Nachrichten, das ist schon sehr, sehr wichtig. Megazyklen, was steckt dahinter? Währungen handeln. Mit welchen Setups handeln wir die? Was steckt hinter Saisonalitäten? Alte Ernte, neue Ernte ist auch etwas, was wir nutzen. Es gibt diesen New Crop Month, das werden wir thematisieren. Dann die Game Changing Events, zum Beispiel die Wahl von Trump war ein Game Changing Event. Wenn er jetzt von seinem Amt enthoben werden würde, das wäre auch ein Game Changer. Oder wenn es jetzt, wenn der Handelsstreit beigelegt würde und es dort eine Einigung gibt, das wäre ein Game Changer. Es gibt aber ganz viele Sachen, die überhaupt keine große Relevanz haben. Dann haben wir technische Setups, hier mal ein paar Equities auch dazu, Breakout Setup auf Orange Juice, ganz, ganz banales Ding. Das werden wir besprechen, also auch technische Setups. Für die Metalle, Palladium-Strategie auf Monatsbasis, Goldstrategien, Ratio Gold-Silber, Kupfer-Traden, also das werden Themen sein. Dann im Aktienmarkt hier ganz viele Sachen auf den FDAX, die ich jetzt auch im Trading Room immer wieder nutze. Da haben wir Strategien fürs Daytrading, fürs Swingtrading, sehr sinnvolle Sachen, wo wir Overnight-Strategien haben, Intraday-Strategien haben. Die Zinsmärkte werden wir besprechen, Risikomanagement haben wir verschiedene Punkte, wie man schnell sich ohne auszustoppen hedgen kann, wo das Risiko dann rausgenommen werden kann durch Spread-Positionen, wie wir pyramidisieren können, bei welchen Setups das wirklich Sinn macht, also aggressiv im Gewinn zukaufen und wie das dann konkret vorgeht. Die Positionsgröße einfach zu kalkulieren, das haben wir im GoFo Professional auch schon gemacht, haben aber die meisten ignoriert, glaube ich jedenfalls. Dann Teilverkäufe, wie gehe ich da vor? Das werden wir immer wieder auch an praktischen Beispielen durchsprechen und wir haben immer auch dabei die Psychologie. Das werden wir jetzt weniger als Themenblock machen, als gesonderten Themenblock, sondern Psychologie ist immer dabei, dadurch, dass wir eben praktische Anwendungen haben von diesen ganzen Techniken und wir da immer wieder auch reale Trades von mir nehmen aus dem Trading-Alltag,
die wir besprechen können und wo wir eben auch sehen können, in welche mentalen Fallen würde man jetzt tappen oder tappt man typischerweise. Also alles in allem ein riesiger Block. Da wird auch mit Sicherheit noch ein bisschen was dazukommen. Und wir starten im September. Viele von dem alten Programm oder sind da sind fast alle aus dem alten Programm zumindest schon oder die allermeisten sind dabei. Für diejenigen, die schon eine alte Ausbildung absolviert haben, wir haben euch ja einen Gutschein zugeschickt, den könnt ihr benutzen. Dann kommt ihr da sehr, sehr günstig auch dazu. Falls ihr den nicht mehr habt, schreibt einfach nochmal an abo@realmoneytrader.com. Wir starten, wie gesagt, im September. Es gibt eine Schulung pro Woche in Videoform. Manchmal gibt es noch Sonderupdates dazu. Alle 14 Tage ist ein Live-Webinar geplant. Auch da kann man natürlich gucken. Manchmal wird es vielleicht Sinn machen, noch so ein Zwischenwebinar zu machen. Wir werden ein zweitägiges Wochenendseminar in den ersten Wochen der Ausbildung haben. Das heißt, es wird wahrscheinlich so im Oktober sein, denke ich mal. 1-zu-1-Coaching, ich kann es nur immer wieder empfehlen. Das muss nicht präsent sein. Also entweder bei mir hier, bei euch, können wir aber auch online machen, per Skype, was auch immer. Wir werden auch hier wieder eine Skype-Gruppe haben, wo ihr dann einen direkten Draht zu mir habt, weil natürlich ich den ganzen Tag handle und ich nicht die ganze Zeit mein E-Mail-Postfach im Blick habe. Außerdem kann da immer was verloren gehen. Skype-Gruppe hat sich bewährt als guter direkter Draht, wo ich dann schnell auch Informationen bekomme, wenn irgendwo was fehlt oder wenn irgendwo eine Unklarheit da ist, ihr auch schnell eine Antwort bekommen könnt. Also das werden wir dort haben. Was wichtig ist für diejenigen, die noch hier oder die jetzt hier neu dabei sind, auch in den Trading Insights Webinaren, das ist nichts für Anfänger. Da haben wir einfach schlechte Erfahrungen auch gemacht. Wenn sich Anfänger eingegliedert haben in etwas, was eher für Fortgeschrittene ist oder wenn das gerade so gerade diejenigen, die vielleicht tatsächlich die Denkweise haben, ich möchte mich gar nicht eingehend mit etwas befassen, ich will einfach so ein bisschen rumzocken und hoffe, dass ich da schnell Geld verdiene, muss ja auch einfach gehen. Wer die Einstellung hat, gar nicht böse gemeint, aber das passt überhaupt nicht zusammen mit meiner Vorgehensweise und das sind dann auch die Leute, die bei mir nicht glücklich werden. Von daher glaube ich, so jemand sollte sich dann hier nicht eingliedern, weil es einfach überhaupt nicht der Ansatz ist. Es ist sehr realistisch, realitätsbasiert, sehr geerdet, denke ich. Aber nichts für Leute, die jetzt denken, man zieht sich hier so eine Ausbildung rein und am Ende hat man schon hier die erste Million auf dem Konto. Deshalb, also falls jemand in diesem Modus unterwegs ist, wird das nicht passen, weil das eine Sache ist, die auf Nachhaltigkeit setzt und wo es ein gewisses unternehmerisches Denken auch braucht, beziehungsweise nicht unternehmerisches Denken, sondern eine unternehmerische Einstellung. Heißt, langfristiger Plan und nicht irgendwie mal gucken, was nach einem Jahr rausgekommen ist, sondern langfristig auf ein solides Fundament aufsetzen. Und kein schnelles Gezocke, um da schnell was zu erreichen. Also, ihr seid herzlich eingeladen, da teilzunehmen. Der Anmeldelink ist hier auch, glaube ich, hier unten drin. Kann ich an der Stelle nochmal kurz posten. Wie gesagt, die alten Teilnehmer aus den alten Ausbildungen haben Gutschein bekommen. Ansonsten meldet euch einfach nochmal. Auch für diejenigen, die das gar nicht nutzen, glaube ich, waren heute viele Punkte dabei, an denen man immer wieder auch ansetzen kann, beziehungsweise die man nutzen kann. Wir haben verschiedene fundamentale Basiseffekte besprochen. Wer sich da Notizen gemacht hat, kann das nutzen, kann da seinen eigenen Handel verbessern. Und auch von der Grundstruktur, welche Fehler werden typischerweise gemacht, worauf ist zu achten, Auszahlungsprofile. Schaut euch eure eigenen Auszahlungsprofile eurer Strategien an. Kann ich immer nur wieder empfehlen, weil selbst wenn so ein Setup, was ja wirklich ein Evergreen ist und was sehr robust ist, selbst wenn das nicht konsequent umgesetzt werden kann, dann muss klar sein, dass die Problemherde noch ganz andere sind als das reine Regelwerk. Und deshalb, wir haben viel durchgesprochen heute. Webinar wurde aufgezeichnet, könnt ihr euch im Nachgang gerne nochmal anschauen. Wir werden euch das auch nochmal wahrscheinlich per E-Mail schicken, den Link dazu. Ansonsten steht es ja auf dem YouTube-Kanal wahrscheinlich heute noch, ansonsten morgen.
online. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Restsonntag. Morgen einen guten Start in die neue Handelswoche und am Donnerstag haben wir das nächste Trading Insights. Bisschen überzogen, aber es war einfach auch sehr, sehr viel zu thematisieren. Und sorry, dass es etwas länger gedauert hat, aber ich hoffe, es war informativ genug. Und ja, dann verabschiede ich mich. Schönen Sonntag noch. Bis morgen im Trading Room oder halt bis Donnerstag im Trading Insights. Macht's gut. Ciao.